So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. So, mal zurückgucken, ja. Wieso habe ich keinen Ton mehr? Wait. Ich glaube kurz mein Test neu. Programm beenden. So. Ah, jetzt sollte es wieder klappen. Ah. Gut. Also, man merke, wenn man seine Kopfhörer wechselt, weil die Batterien leer sind, funktioniert bei meinem Test der Ton nicht mehr. Interessant. Aha. Das klingt schon besser. So. Nur mal kurz gucken hier. Wir waren dabei, unsere Werkzeuge aufzuladen. Ach so, sind doch schon voll. Schön, weil ich gerade Vorpause gemacht habe. Lol. Klar, das hat dann natürlich geladen. Ist ja völlig logisch. So. Wir haben Werkzeuge. Wir haben. Folgen wir nicht? Haben wir nicht? Oh Gott, jetzt bin ich komplett raus. Haben wir jetzt hier schon Stone-Zeug? Ja, haben wir schon. Okay, cool. Oh, wir sind mittlerweile auch gewachsen. Dann direkt mal abbauen. Wo sind die Äxte? Hä? Wo sind die Äxte? Ach, da. Die brauchen wir eigentlich fast gar nicht mehr. Egal, ich lasse sie mal trotzdem da. Dafür kommst du weg. Wir brauchen mir unbedingt mal Fackeln. Da fackel ich normalerweise gar nicht so lange. Aber hey. Und wir mit ein bisschen Kohle. Warum haben wir zwei Kohle? Ach ja, weil ich aufgeteilt habe. Alles klar. So, machen wir so hier. Wir brauchen mal Fackeln. So. Dankeschön. So. Axt haben wir jetzt dabei. Haben wir. Let's go. So, weg mit dir. Oh, wir haben zwei Zeppelins bekommen. Sehr geil. Wir haben sogar 13 Blitz bekommen. Noch geilerer. Tja, das heißt, unser Feld wird langsam aber sicher zu klein. Andererseits können wir jetzt sogar tricksen. Oh, ich bin ein richtig cleverer Typ. Ein richtig cleverer Dude. Da wollen wir mal wissen, also ich mache erstmal hier hin. Und hier einen hin. So. Und zwar. Wenn ich jetzt hier alle abbaue. Oha. Das wird heftig. Vor allem brauchen wir dafür mehr Platz. Warte kurz. Erstmal hier meine Taschen leer machen. Hier ist gerade so viel Scheiße drin, ne? Der kommt nicht aus. Stimmt, kann sein, dass ich noch ein Bett mitnehmen wollte von unserem eigentlichen Haus. Damit wir hier endlich mal ein Bett haben. Aber wir haben ja jetzt schöne Blätter. Das heißt, aus den schönen Blättern können wir jetzt ein richtiges Bett bauen. Ha, so gemütlich. Hm. Sehr geil. So. Ja, sollte passen. So. Dann bauen wir jetzt mal die ganze Scheiße ab. So. Ja.
Wenn sich jemand fragt, ich halte gerade die linke Maustaste, die rechte Maustaste und die Springtaste gleichzeitig gedrückt. Weil das die effektivste Art ist, aus diesen Blättern Saplings zu bekommen. Und schon haben wir alles in Saplings umgewandelt. Ist das nicht krank? Wie einfach sowas geht? Ha! So, kommt die nämlich nach da. Oh, hier ist noch einer. Du kommst nach da. Und die Dinger können wir einfach drumherum pflanzen. Ha. Ist das nicht genial? Muss ich mal gucken. Ich mach mal so hier. Ja, mal so hier. Und so hier. Und. So. So hier. Ja, yeah, I don't know. Hilfe. Irgendwie so, keine Ahnung. Let's go. So, jetzt können die Bäume wachsen und gleichzeitig die Sträucher um die Bäume drumherum wachsen. Sehr geil. Aber ich würde tatsächlich gerne hier... Gut, also für den Dschungelbaum macht es tatsächlich sogar fast keinen Sinn, weil der wächst ja sowieso mit der Zeit. Das heißt, wir nehmen den nochmal weg und machen hier den Dschungelbaum hin. Und hier machen wir statt dem Baum den Baum hin. So, jetzt haben wir alle drei Bäume. Sehr geil. Weg damit, weg damit. Halt. Weg damit, weg damit. So. Ja, 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 ja. Weg damit. Und hier auch. Da, da, da. So. Wir haben wieder ein paar Beeren. Sehr geil. Und wir machen jetzt mal weiter hier mit unserer Tour. Jetzt kommen wir nicht auf die Tour. Wow! Die Frage ist, in welche Richtung bauen wir weiter? Die Hülle da scheint mittlerweile relativ erschöpft zu sein. Ich würde also mal sagen, wir bauen hier einfach. So ein bisschen weiter. Ah, da fackel ich nicht lange. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Verdammt! Auch schon mal wieder Uran. Sehr geil. Aber ich würde jetzt doch wirklich langsam Schicht für Schicht abbauen. Weil hier mit diesen ganzen Gerüsten ist halt super behindert. Also nicht behindert, aber ist halt unnötig anstrengend. Von daher. Ja, fuck you. Fuck you. Fuck you. So, und die baue ich jetzt mal so ab. So. Okidoki. Das wollte ich nicht, Entschuldigung. Scheiße. Fuck you. Mann. Mist. Arsch. Okay. Das klappt ja auch nicht. Ach, egal. Ganz schön dunkel hier hinten, gell? Boah, Alter, wer der geschossen hat hier. Holy moly. So. Tada. Deswegen ist es immer gut, eine Spitzhacke dabei zu haben, kannst du so Unfälle aufräumen. Oh, Uran. So weit ist auch gereicht. Eigentlich, weißt du, so Glowstone leuchtet, aber Uran, was ja ne, strahlt, das leuchtet natürlich nicht. Ich meine, klar, im echten strahlt Uran jetzt auch nicht. Es glimmt nur so ganz leicht. Also je nachdem, wie stark es ist. Ne? Je stärker es ist, desto stärker glimmt es auch. Weil, also es leuchtet jetzt nicht im klassischen Sinne wie die Lampe, sondern ist ja dadurch, dass
dass die Atome ionisiert werden, hast du so einen Glimm-Effekt. Aber weißt du, ne, also jetzt realistisch, dass es so Licht macht, machst du jetzt nicht unbedingt. Aber wenn es in dem Spiel schon Glowstone gibt, dann wäre es natürlich auch cool, wenn auch das Uran leuchten würde. Weil da würde es halt noch mehr Sinn machen. Alter, oh Gott. Ja, da war gerade eine schöne Menge Uran dabei. Sehr cool. So, mal hier ein bisschen Fackel machen. So. Wir brauchen unbedingt mal das mal Licht. So, hier baue ich jetzt auch alles ab. Because I can. Oh, schon leer. Alter, wie schnell wir einfach durch sind. Eieiei, ist das krank, Alter. Das ist doch nicht mehr normal, ist das doch. Das ist schon heftig. Das ist schon echt heftig am Arsch. Oh Gott. Das gefällt mir. Ich meine, ja, unsere Werkzeuge leiden darunter natürlich auch, ne? Wenn man bedenkt, wie schnell das Ding leer geht, das ist schon heftig. Aber es macht halt auf der anderen Seite so viel Spaß, Alter. Holy moly. Oh ja, das gefällt mir. Das gefällt mir echt gut. So muss das laufen. Einfach genau so. So, hier wieder Fackeln hin. Da eine Fackel, da eine Fackel, da eine Fackel, da eine Fackel. Und hier eine Fackel. So. Ah, schon wieder Uran. So, machen wir hier. Schwupps. Weil auch cool, dass der Bohrer einfach durch alles durchkommt, egal was es ist, ne? Selbst Schutt und so, da kommt er einfach durch. Also, dass der wirklich einfach alles zerstören kann, ist halt schon krank. Auf der anderen Seite natürlich irgendwo ein bisschen unrealistisch. Oh, das muss ich mal mitnehmen hier. Das ist ja so viel. Alter. Oh, schon wieder 22. Ja, läuft doch. So, und jetzt sollte man langsam anfangen, nach unten zu bauen. Wobei, ich weiß nicht, sollten wir. Ich glaube, wir machen. Oh. Ich glaube, wir machen auch hier noch in die Richtung. So. Wow. So. Perfekt. Also, so, dass wir um unsere Treppe herum, die ja hier irgendwo ist, so ein möglichst großes Quadrat haben. Und das Quadrat ziehen wir einfach immer weiter nach unten. So meine Idee. Ob das sinnvoll ist, weiß ich gar nicht. Vielleicht ziehen wir das Quadrat doch erstmal wesentlich größer. Dass wir eine riesige Fläche haben und die ziehen wir dann immer weiter nach unten. Weil das Problem ist, es geht nicht sehr weit nach unten. Ja? Wir haben ja nur so, wie gesagt, minus 20.000 bis maximal minus 200.000 bis maximal minus 400.000. Das heißt, endlos weit nach tief können wir nicht gehen. Wenn wir aber andererseits hier jetzt ein relativ schmales Quadrat, also kleines Quadrat haben, das nach unten ziehen, dann wird es sehr schwer, dort wieder in die Breite zu bauen. Weil wir erstmal wieder hochkommen müssten, um dann wieder weiter, ne? Und deswegen würde ich erstmal dieses Quadrat so groß wie möglich machen, weil dann die Schichten weiter abzutragen, das ist ja ein Kinderspiel. Aber erstmal müssen wir jetzt eine relativ große Fläche haben. Ja, so, achso, ja, Akku laden, wir müssen Akku laden. Akku, 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 was ist denn hier los? Das ist schon geil, guckt euch die ganze Uran an. Da blüht mir mein Herz auf, du. Cool. So.
Home. Ja, und was sagt uns das? Wir brauchen noch mehr Bohrer. Wobei die halt schon echt teuer sind, ne? So, weißt du was? Da wir immer direkt nach Hause gehen. Ups. Ja, mit dem wollte ich eigentlich was bauen. Ah, ne, das ist ja dieses Fahrzeug. Können wir das hier eigentlich auch gleich mitnehmen? Dankeschön. So. Und ehrlich gesagt, können wir das auch gleich mitnehmen. Dankeschön, hat gut funktioniert hier. Ja, komm hier. So. Home. Können wir das gleich hier alles einsortieren? Hier zum Beispiel. Da. 76 Uran. Ja, langsam nähern wir uns den nächsten Brennstäben. Wobei wir es natürlich auch noch zentrifugieren müssen. Cooles Wort. Ja. Schon wesentlich Lehrer und Schüler. Perfekt. So. Das ist einfach krank, Alter. Ah, es ist schon cool. Das heißt, wir sollten uns wirklich langsam überlegen, ob wir nicht doch die Anlage hier zum Beispiel, die brauchen wir ja nicht wirklich. Ob wir nicht hier die Technik nehmen. Und dafür LV-Ladegeräte auf der anderen Seite, also da, wo wir jetzt hinziehen, aufbauen. Ja, da ist unsere CNC-Maschine nicht mehr, aber ganz ehrlich, wann haben wir die genutzt? Und alles, was wir hier machen können, können wir auch bei der Säge machen. Von daher ist die eigentlich relativ useless, weil die ganzen Spezialformen, das hier, haben wir noch nie genutzt. Ja, was auch immer. Von daher könnten wir wirklich noch mal eine MV-Anlage auf der anderen Seite auf, also da, wo wir gerade hingezogen sind, aufbauen. Batterien hätten wir ja schon und ganz ehrlich, viel mehr brauchen wir nicht. Batterien, ein bisschen MV-Kabel, eine so eine Switching Station und ein Solarpanel. Das Solarpanel kann die Dinger so langsam immer wieder aufladen. Wobei das sind LV-Batterien, die müssten wir ja erstmal umrüsten auf MV. Das ist, glaube ich, relativ teuer. V-Batterie. Ja, genau, da brauchen wir immer 5 LV-Batterien. Okay, das heißt, das wird dann doch ganz schön teuer. Siehst du? Scheiße. Ich nehme eine raus und pack die mal ganz schnell hier rein. Ich würde mal gerne gucken, ob die wirklich gleich lange zum Laden brauchen. Ja, dass wenn die jetzt hier fertig ist, dann die andere auch fast fertig ist. Das würde mich halt mal hart interessieren. Weil wenn nicht, können wir es wirklich einfach als LV-Anlage aufbauen. Los, lad schneller. Weiß ich nicht, was die beide machen. Haben die dafür gesorgt, dass das Ding schneller ist oder dass das Ding weniger Strom verbraucht? Ich glaube nämlich fast, dass das Ding hier beides gemacht hat. Dass sie sowohl mehr Kapazität haben, als auch schneller die Geräte aufladen. Das heißt, auch das müsste man noch mal probieren. Ne, wenn ich jetzt rausnehme, bop, haben wir noch 200. Das heißt, die fügen etwas Kapazität hinzu. Oh ja, okay, der lädt hier gar nicht mehr. Der lädt ja überhaupt nicht mehr. Okay, das ist der doch viel schneller. Ach du Scheiße. Okay, dann dauert das hier wirklich ewig. Ja, also er lädt, da kommt ab und zu so eine Pixelreihe hinzu, aber halt ultra langsam. Das ist ja frech. Eieiei. Gut, das heißt, dann würde es sich wirklich irgendwann mal lohnen, HV-Batterien zu bauen. Aber da brauchen wir halt so scheiße viele Batterien für. Weil für eine HV-Batterie brauchst du auch wieder 5 MV-Batterien. Das heißt 25 LV-Batterien. Und das ist halt schon richtig übel. Dann brauchst du 100 von den normalen Batterien plus 25 von diesen Dingern.
für eine einzige HV-Batterie. Gut, wir bräuchten nur zwei, weil wir haben ja bloß zwei Geräte, die sich lohnen, darüber zu laden. Muss man auch sagen. Aber das ist halt trotzdem schon echt teuer. Ah, das ist schon heftig. Boah. 25 für eine Batterie. Ja. Das heißt, wir bräuchten 50 für beide Batterien. Wir bräuchten also hiervon 400. Ich meine, es wäre jetzt nicht so teuer, weil wir haben massenhaft Eisen, wir haben massenhaft Kohle. Also, das wäre jetzt nicht das Problem. Aber die Zeit, die wir dafür bräuchten, um das Ganze zu machen, das ist halt schon krank. Na, wie gesagt, so materialmäßig teuer ist es gar nicht. Ne? Alles, was wir dafür brauchen, haben wir weitestgehend. Gut, die Trafos hier wären nochmal ein bisschen teuer, aber da brauchen wir zum Glück nicht so viele. Da brauchen wir insgesamt gerade mal 12 Stück. Ne, wir brauchen, muss mal kurz überlegen. Nein. Wir brauchen zwei HV-Transformatoren. Und 10 MV-Transformatoren. Und für die LV-Batterien brauchen wir gar nichts. Ja? Das heißt, wir brauchen nur 10 mal 10 normale Trafos und 2 HV-Trafos. Das geht von den Kosten her. Ist völlig überschaubar. Das Teure sind wirklich die Batterien an sich. Also das hier vor allen Dingen. Aber auch das kriegen wir halt relativ. Ne? Hier brauchen wir nur massig Eisen und etwas Kohle. Haben wir. Messing haben wir sowieso. Und das andere ist halt hier die Batterien. Und da, das haben wir auch alles massenhaft. Ne? Also, gut, Holz müssen wir jetzt gerade erstmal ein bisschen schlagen wieder. Da können wir vielleicht doch... Ah, müssen wir mal gucken, ob wir da genug zusammenbekommen. Wie gesagt, also, ressourcenmäßig ist es überschaubar. Ne? Ist zwar teuer, aber nicht unmachbar. Aber halt von der Zeit, die wir halt brauchen. Das ist halt schon krank. Da ist halt schon echt heftig. Vor allem ist halt die Frage, ich meine, die Frage ist, warum das hier nicht funktioniert. Haben wir jetzt bei HV Strom? Weil er sagt ja hier Supply 100 Kilo EU. Das heißt, ich müsste hier eigentlich zwei HV-Batterien anschließen können. Warum der Switch hier nicht funktioniert, keine Ahnung. Aber zumindest das HV-Netz für sich müsste funktionieren. Das heißt, ich müsste HV-Batterien auch laden können. Dann haben wir wenigstens endlich mal einen Zweck für unser Atomkraftwerk, ne? Ah, schwierig, schwierig. Sehr schwierig. Oh, ist es Nacht? Oh ja, es ist Nacht. Aber wieso wird der nicht von dir nachgefüllt? Die anderen drei müssen doch den hier laden, oder? What the fuck? Warum werden die nicht ausgeglichen? Die hängen doch alle an einem Netz dran. Ne? Ja, die hängen alle hier unten an den schwarzen Kabeln dran. Die müssen sich also gegenseitig aufladen. Tun sie aber nicht. Ja, moin. Läuft ja. Oh, und wie. Ach nee. Dachte gerade wieder voll, aber nee, war die andere Batterie. Siehst du, genau, bevor ich es wieder vergesse. Ich wollte mal gucken wegen Bett. Wegen einem wunderschönen, formschönen Bett. Haben wir da irgendwo im Bett rumfliegen? Nee. So gar nicht. Schade eigentlich. So, die Batterie ist jetzt gleich leer. Hat gerade so gereicht. Lol. Okay. Wie gesagt, auch wenn du dich gerade wundert, warum die sich nicht gegenseitig laden. Das müsste doch funktionieren. Warum klappt das nicht? Das ist doch behindert. Why do you do this to me?
Normalerweise gleichen die sich immer aus. Sie müssen jetzt alle auf 180 gehen. Aber nö, passiert gar nichts. Doch, die ist ja verrückt. Naja, gut. Gut, wir haben gepennt. Jetzt wundert mich eigentlich, kann ich eigentlich diese Schrift hier größer machen? Das würde ich gerne mal probieren. Einstellungen. Konsole. Konsolenhöhe, Konsolenfarbe, Konsolendurchsichtigkeit. Nee. Konsolenfenster. Ja, nee. Schrift kann man hier nicht ändern. Alles ja blöd. Ne, weil Konsolenhöhle ist der Prozentbereich, der es von der Gesamtfläche des Bildschirms übernehmen soll, aber nicht die Schrift davon. Mal gucken bei Font. Ah, Chat Schriftgröße. Null? Obersätze? Ach, Chat. So, letzte Chatnachrichten. 6. Konsolen, Schriftgröße. Schriftgröße für die Chat, für neue Chatnachrichten. Und Chat-Eingaben in Punkten. Machen wir mal eins. Speichern. Ups, das war's beendet. Ich wollte doch nichts kaputt machen. Halt. So, mal gucken, wie das ist. Ja, das ist sehr klein. So. Shit. Was wäre denn jetzt zum Beispiel die 10? Mal dieses Passwort eingeben. Na, okay. Das heißt, wir müssten mindestens auf, na, ich sag mal, 40 gehen. Oder mindestens auf 30, also 32 zum Beispiel. Ist eine schöne Zahl. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ah, wäre ich doch mal für die Idee, aber hä? Ist ja gar nicht nur 0,6. Okay, dann muss ich mal kurz nochmal ins Hauptmenü. Alle anderen, die gerade online sind, wundern sich gerade, was ist mit dem los? Bearbeiten. Chat-Konsolenhöhe im Spiel. Das heißt, 0,6 müsste 60% der gesamten Fläche sein. Das heißt, das Chat-Menü müsste irgendwo bis hier gehen. Und nicht nur bis da oben. Ach nee, Konsolenhöhe. Ah, okay, ist mal was anderes. Eben, Konsole ist ja das Ding, was du hast, wenn du auf die F10-Taste drückst. Das heißt. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Nein? Dann F11? Ah ja, F11. Genau, das sind jetzt 60% des gesamten Bildschirms. Genau, das sollte also. Ja. Und so sieht die Schrift doch schon viel besser aus. Sehr geil. So, wo waren wir? Achso, wir waren gerade dabei, unsere Sachen aufzuladen. Lade, lade, lade. Oh, guck mal, die Schrift hier oben ist jetzt auch viel größer. Oder war die schon vorher so groß? Ich habe keine Ahnung. So. Dann da. Hä? Achso, die haben wir beide schon im Inventar. Ja, warum sagt mir das denn keiner? Jürgen. Let's go. Oh. Die Bäume sind gewachsen. Da machen wir erstmal die. Ne? Holz hat Vorrang. Wir brauchen ganz viel Holz. Von daher. Dankeschön. 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 Dankeschön.
Dschungelbaby. So, dann haben wir bald ganz, ganz viele Blätter. So viel Brennholz werden wir nie im Leben brauchen, aber auf der anderen Seite, Schaden tut es auch nicht. Also von daher. So, wir brauchen davon, davon, davon. So, ich würde mal sagen, dieser Dschungelbaum kommt nach hier, weil hier eh noch nichts gewachsen ist. Und hier, weil hier eh eine Lücke war. So, und hier die Bäume. Da kommt einer nach hier. So. Und einer nach da. Und die Bäume, die können hier schön nah an die Dschungelbäume, weil die eher je nach oben wachsen. Das heißt, wenn ich hier das Ding wegmache, stört keinem. Und hier stört auch keinem. So müsste das passen. So kriege ich alle drei Bäume unter. Perfekt. Gut, die beiden sind jetzt relativ nah bei, wobei das geht. Sollte ich mal lieber den hier weg. So. Was mich jetzt wundert. Hier müsste jetzt eigentlich auch wieder Blätter-Dinger dran wachsen, ne? Kann ich ja mal probieren. Wenn ich jetzt hier so. Achso, halt. Jetzt die da so hinsetze. So. So. Achso, jetzt kann ich natürlich mit meinen vollen Taschen nach unten. Ist ja auch super intelligent. Blätter packen wir erstmal mit nach hier. Genauso wie das Zeug. We need more space. So. Du weg, du weg, du. Achso. Ihr beide, halt. So, die beide. Die können da bleiben, aber die Blätter, die kommen in die andere Kiste. So. Ja, mittlerweile haben wir ein bisschen Holz. Ich packe das mal hier so ein bisschen extra, damit wir da immer relativ schnell einen Überblick haben. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Da werden wir ein bisschen mehr brauchen, wahrscheinlich am Platz. So. Oh, guck mal, hier haben wir schon ordentlich. Am besten brauchen wir echt hiervon. Da haben wir noch fast gar nichts. Gut. So. Na dann. Ab in die Höhle des Löwen. So, wir wollten hier auf der Seite erstmal weiterbauen. Das war jetzt eigentlich nicht geplant, aber auch egal. So, die Frage ist, wie groß ziehen wir das Ganze auf? Ich würde mal sagen, ja. Thank you.
2, Alter. Das ist halt so abartig, diese Geschwindigkeit, ey. Ich möchte mich spontan übergeben. Aus Freude. Oh, er ist schon wieder fast leer. Ja, so kann es gehen. Wenn man Spaß hat. Apropos Spaß. Die Folgen haben in letzter Zeit alle Überlänge, kann das sein? Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.